Herbert, hören Sie mich? Nur schlecht. Haben Sie das von der Citadel gehört? Gerade eben. Wissen wir, was vor sich geht? Warum sie hier ist? Die Citadel ist der Katalysator. Und dank des Unbekannten wissen die Reaper jetzt, dass wir es wissen. Also haben Sie sie zum Schutz hergebracht? Soweit ich das beurteilen kann. Was bedeutet das für den Tigel? Ich werde mit Hackett darüber reden, aber unser Plan ist jetzt wohl noch verzweifelter. Sieht so aus. Ich habe ein Team in London. Die Reaper haben hier irgendwas vorbereitet. Jetzt wissen wir was. Wir versuchen so viel wie möglich darüber herauszufinden. Verstanden. Naja, dann sehen wir uns wohl eher früher als später. Seien Sie vorsichtig. Sie auch, Shepard. Anderson Ende. Und ein letztes Mal können wir über die Normandie laufen. Tja, bald werden wir selber in den Kampf eintreten. Für Kai Leng hat sich's endlich erledigt. Der Unbekannte ist immer noch auf freiem Fuß. Den werden wir immer noch erst stoppen müssen. So, schauen wir mal, was sich hier aktualisiert hat. Cerberus Verschlüsselungscodes helfen der Allianz dabei, die nächsten Ziele von Cerberus vorherzusagen. Weiß nicht, ob es das ist, aber ich vermute es bald mal. Denn wir werden sicherlich gerade irgendwelche Codes mit aus der Cerberus-Anlage rausgeholt haben, denke ich mal. Gut, was haben wir noch beim Tigel? Noch ein paar Einheiten haben wir. Das Reaper-Herz. Alter. Okay. Bringt immerhin 100 Punkte, ne? Wahnsinn. Nachdem Commander Shepard die Kollektorenbasis zerstört hatte, durchsuchte Cerberus die verstrahlten Trümmer monatelang nach etwas Nützlichem. Der menschliche Proto-Reaper, den die Kollektoren gebaut hatten, war zerstört. Aber sein unvollständiger Kern war noch da. Die Energiezelle hätte einen kompletten Reaper versorgen können. Nach genauem Studium modifizierte Cerberus sie, um damit die Basis des Unbekannten zu betreiben. Allianztechniker sind der Ansicht, sie könnten den Kern in ähnlicher Weise einsetzen, um den Tigel mit Energie zu versorgen. Ist interessant, ich dachte, das Ding ist fertig, der Tigel. Wie könnt ihr da noch irgendwas einbauen? Na gut, von mir aus. Wir haben eine effektive militärische Stärke von 4114. Ich habe mal nachgeschaut, um das zu erreichen, was ich gerne erreichen möchte, bräuchten wir eigentlich eine effektive militärische Stärke von 5000, die wir nicht haben und die wir auch nicht erreichen können mehr. Aber mit 4000 sollte es unter Umständen auch gehen. Wir müssen mal schauen. Also ich will euch sowieso zwei Enden eigentlich zeigen. Es gibt insgesamt drei verschiedene. Und dementsprechend kann ich da sowieso ein bisschen variieren. Und wir werden uns das Ende sozusagen in verschiedenen Versionen anschauen einfach. Gut, machen wir uns mal nach drüben. So viel zum Thema Cerberus. Bleibt nur noch die Erde. Bist du bereit? Ja, verdammt. Steck mich in ein Shuttle. Ich will meinen Enkel nicht erzählen müssen, dass ich den ganzen Krieg lang eine Tür bewacht habe. Tja, so ist es aber leider am Ende. Okay, bevor wir jetzt aber starten, würde ich sagen, wir machen nochmal einen ganz kurzen Rundgang übers Schiff. Mal sehen, ob noch was rumkommt. Denn das ist vielleicht unsere letzte Möglichkeit dazu. Letztes Mal mit den Crewmitgliedern sprechen und schauen, was sie so meinen. Okay, hier ist noch einer aus der Zeit der Rachni-Kriege. Ein Kroganer und ein Salarianer landen für eine streng geheime Mission auf einem Rachni-Planeten. Unwahrscheinlich. Salarianer haben nur selten direkt an Operationen auf Planeten unter Kontrolle der Rachni teilgenommen. Darum geht's nicht. Die zwei klettern also einen Hügel rauf, müssen dabei durch diesen ekelhaften grünen Nebel. Und als sie fast oben sind, lichtet sich der Nebel und der Salarianer sieht Tausende von Rachni. Er sieht zu dem Kroganer rüber und sagt, also das macht mich jetzt nervös. Der Kroganer sagt, das macht sie nervös? Wenn das hier vorbei ist, bin ich auf dem Weg zurück durch den Nebel ganz allein. Er deutet damit an, dass der salarianische Soldat dann tot ist. Genau. Danke für die Demontage eines 2000 Jahre alten Witzes. Dieser Witz bedient rassistische Klischees auf beiden Seiten. Der Kroganer ist ein grober, gefühlloser Klotz und der Salarianer ein Schwächling. Es waren genau solche Klischees, die zur Entwicklung und Freisetzung der Genophage geführt haben. Stimmt. Es ist aber auch einer der wenigen Witze, die sowohl Salarianer als auch Kroganer bis heute erzählen. Es geht beim Humor nicht darum, nett zu sein. Es kommen dadurch auch die hässlichen Dinge ans Licht, die die Leute wirklich denken. Bäm, da gab's eins mit der Moralkeule über den Schädel von Edi. Naja gut, was soll's. Sprechen wir mal mit den beiden. Am Trinken? Erinnern Sie sich an den ersten Flug nach Eden Prime, wo uns der turianische Spectre beobachtet hat? Nein, Liz. Genau, da habe ich gesagt, diese Mission wird größer als erwartet.
Eine Vorhersage, die sich als zutreffend erwiesen hat. Und jetzt fliegen wir zurück zur Erde. Wird diese Mission denn auch größer als erwartet? Hoffentlich nicht. Ein hübscher kleiner Routinejob wäre mir lieber. Es war mir eine Ehre, Commander. Mir auch, Joker. Ich weiß nicht, wie es enden wird, aber in jedem Fall... Was soll das heißen, in jedem Fall? Jeder weiß doch, was passieren wird. Sie treten den Reapern in den Arsch, so wie immer. Und ich fliege sie lässig mitten rein. Tja, ob das ein Routinejob wird, ich weiß ja nicht. Commander? Die Normandy ist bereit, Shepard. Alle Systeme einsatzbereit. Munition geladen. Nachladen vollständig vorbereitet. Triebwerktreibstoff voll. Cyberkrieganlagen haben sich so weiterentwickelt, dass Computervorhersagen nicht mehr getroffen werden können. Außerdem habe ich Joker geküsst, weil das Glück bringt. Schön. Wie sieht's aus, Edie? Gibt's größere Fragen? Nein. Kleine vielleicht? Nein. Ungelöste Probleme? In welcher Hinsicht? Vielleicht ein nicht perfekter Designer, der als zweifelhafte Vaterfigur herhalten könnte? Mit Sicherheit nicht. Gibt es einen Auslöser für diese Form der Befragung? Ich habe nur gelernt, dass man diesen Dingen auf den Grund gehen muss. Ja, wir haben so diverse Themen gehabt, die wir bei unseren Crewmitgliedern abarbeiten mussten. Die Normandy ist bereit, Shepard. Gut. Also dann, mit den beiden ist soweit alles klar. Die sind fertig für das letzte Gefecht. Wir machen uns mal auf zu Samantha und schauen mal, wie es bei ihr so aussieht. Wir haben bestimmt auch noch einige Mails gekriegt. Sie haben eine neue Nachricht auf Ihrem privaten Terminal. Ja, war zu erwarten. Bereit, wenn Sie es sind, Commander. Spezialistin Trainer. Ich bin okay. Wirklich. Das überrascht mich selbst, aber ich bin okay. Sie machen Ihre Uniform Ehre, Samantha. Ich hatte ein sehr gutes Vorbild. Ach, Schleimerin, du. Commander? Okay, wir machen uns erstmal auf den Weg nach unten. Die Mails checken wir am Ende noch. Erstmal zum Crewdeck. Wir schauen mal, ob wir noch irgendjemanden entdecken können. Ich nehme mal an, in den Räumlichkeiten hier wird wohl niemand mehr rumkriechen. Die werden sich wohl alle in ihre Kammern zurückgezogen haben und jetzt vor sich hin brüten, bevor es zum großen Finale geht. Hier ist auch gar nichts gewesen in dem Teil, ne? Also ein paar Räume sind doch ein bisschen leblos geblieben, leider im dritten Teil. Schade eigentlich. Cerberus ist endgültig Geschichte. Ich will nicht wieder davon anfangen, aber ich bin froh, dass Sie daran aktiv beteiligt waren. Es fühlte sich richtig an. Verstehen Sie? Klar ist das, weil es richtig war. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das Ende von Cerberus noch erlebe. Umso besser. Wir haben dort viel Gutes getan. Commander? Gut, Ashley ist auch nicht die beste Gesprächspartnerin in dem Teil, habe ich das Gefühl. Gut, sie ist eigentlich nie so wirklich die beste Gesprächspartnerin gewesen, finde ich. Aber naja, was soll's. Dr. Tassoni hat in den von Ihnen beschafften Daten nützliche Informationen entdeckt, Commander. Haben wir noch was zum Erforschen, ja? Forschungsdaten von Pragya, stimmt. In den Ruinen der Forschungsanlage auf Pragya lagen Daten über experimentelle Gentherapien. Die meisten Gentherapien zeigen erst nach Jahren Resultate, aber die Wissenschaftler von Pragya haben einen Weg gefunden, den Prozess zu verkürzen. Es wurden 2 intakte Ampullen mit Proben aus der Anlage geborgen. Einzige Einschränkung ist der Umstand, dass eine derartige Therapie nur alle 10 Monate durchgeführt werden kann, sonst erleidet der Patient schwere Nervenschäden. Gut, das ist vielleicht eher ungünstig. Was haben wir denn da? Kräfte, Abklingzeitbonus oder Kraftschadensbonus? Abklingzeit. Alles, was irgendwie die Abklingzeit runtersetzt, das ist wunderbar. Abklingzeit, Aufladetempo, alles. Ich glaube, das geht in die ähnliche Richtung, oder? Ja, ich glaube, das ist dasselbe. Da haben wir jetzt nämlich schon einiges an Aufladetempo der Kräfte jetzt schon hier rein investiert. Das ist eigentlich schon richtig gut. Okay, gibt's noch was bei Liara? Wie geht es Ihnen, Liara? Nervös, verängstigt, begierig loszuschlagen, aber auch froh hier zu sein. Und ich bin bereit, wann immer Sie es sind, Shepard. Ich glaube, ich habe meine Ausrüstung bereits 3-mal überprüft. 7-mal, Dr. Tassoni. Halten Sie mich auf, wenn ich es das 8. Mal versuche. Der Unbekannte glaubt, er sei bereit für uns. Wir sollten ihn nicht warten lassen. Oh nein, werden wir nicht. Wir schaffen das, Shepard. Na klar. Wir schaffen das, Shepard. Irgendwelche Nachrichten? Nein, hier gibt's auch nichts Neues mehr. Gut, schauen wir nochmal bei Dr. Chakras vorbei. Sie ist ja immer so ein bisschen abseits der Geschichte, so ein bisschen off the story. Mal sehen, wie es diesmal aussieht.
Sie sind seit den Tagen unter Captain Anderson weit gekommen. Es war mir eine große Ehre, diese Reise mit Ihnen zu bestreiten. Ich bin stolz auf Sie. Danke, Doktor. Leben Sie wohl, Shepard. Und viel Glück. Immerhin ist sie auf dem neuesten Stand der Zeit, wie es scheint, aber so richtig auf den Kampf scheint sie sich auch nicht einlassen zu wollen mental. Sie ist halt einfach auch keine Kämpferin letztendlich, ne? Sie sind seit den Tagen unter Captain Anderson weit gekommen. Müssen wir es jetzt war noch mir mal eine hören. Große Ehre, diese Reise mit Ihnen zu bestreiten. Es ist schön, dass Sie uns viel Glück wünschen. Das hoffen wir aber auch, danke, dass Sie Doktor. Uns viel Glück wünschen wollen. Ich meine, immerhin sind wir Shepard. Shepard! Was ist denn hier los? Wir verabschieden uns gerade. Und schließen einige Wetten unter Freunden ab. In Ihrem Fall überaus optimistische Wetten. Ein turianischer Militär gegen eine quarianische Mechanikerin. Und ich bin optimistisch? Erinnern Sie sich an Ilos? Ja, dort wimmelte es von Geth, was die Chancen zu ihren Gunsten beeinflusst hat. Ausreden, Ausreden. Dieses Mal werden sie wohl keine synthetischen Wesen hacken. Ich habe immer noch die Schrotflinte. Ein paar Reaper-Einheiten lasse ich nah genug an sie ran, damit sie auch einsetzen können. Danke. Aber wenn sie an mir vorbeikommen, haben sie natürlich gleich im Nacken. Dafür habe ich meine Panzerung. Ist ja niedlich hier. Das Trio, das in allen drei Teilen zusammengearbeitet hat. Und genau diese beiden werde ich auch mitnehmen dann auf die Erdmission. Da könnt ihr euch sicher sein, Garrus und Tully dürfen auch unten auf der Erde zeigen, was sie können. Sie beide sind länger bei mir als die meisten anderen. Sie haben an mich geglaubt, als es niemand sonst getan hat. Danke. Wir bringen es so zu Ende, wie wir es begonnen haben. Zusammen. Verdammt richtig. Klar machen wir das. Kela Selai, Shepard. Wenigstens haben wir diesen Mistkerl Kai Leng getötet. Hoffentlich klappt das auch mit seinem General. Schon erstaunlich, wie sich der Kreis jetzt schließt. Die Citadel war das Zentrum der galaktischen Zivilisation, eine Falle der Reaper und lange Zeit mein Arbeitgeber. Und jetzt ist sie unsere einzige Chance auf den Sieg. Ich denke, wir sollten sie nach Hause bringen, Shepard. Die Erde wäre schön, sie zu sehen. Oh, sorry. Ich dachte, er ist fertig. Das tut mir leid, dass ich ihn jetzt weggedrückt habe. Kela Selai, Shepard. Naja gut, was soll's. Alle sind bereit für den Kampf. Wir schauen trotzdem noch unten mit vorbei. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht auch für Diana noch irgendwas Interviewmäßiges machen können. Ich glaub's aber bald nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, Öffentlichkeitsarbeit ist jetzt nicht mehr drin. Jetzt ist, glaube ich, wirklich nur noch Kampf angesagt. Ich denke mal, Jarvik wird wohl auch bereit sein, oder? Wenn einer auf den Kampf gefasst ist gegen Reaper, dann Jarvik. Wer sonst? Ich bin für alles bereit, was vor uns liegt, Commander. Die Reaper haben die Galaxie lange genug heimgesucht. Es ist Zeit, diesen Albtraum zu beenden. Der Tod meiner Soldaten wird gerecht werden. Die Ereignisse im Kronia-Nebel waren nicht vergebens. Der letzte Proteaner erwartet ihren Befehl. So will ich das hören. In meinem Zyklus gab es keine letzte Schlacht gegen die Reaper. Ein großer Augenblick liegt vor Ihnen, Commander. In meinem Zyklus gab es keine letzte Schlacht gegen die Reaper. Ein großer Augenblick liegt vor Ihnen, Commander. Gibt's denn bei denen hier vielleicht noch was Neues? Gabby, ist es wahr, dass Sie nach der letzten Mission geholfen haben, Edis mobiles Gestell zu reparieren? Sie brauchte nur jemanden, der ihr zur Hand geht. Ich bin Technikerin, schon vergessen? Kamen Öl und Gleitmittel zum Einsatz? Wurde gestöhnt? Wovon träumen Sie nachts, Kenneth? Ich wünschte, meine Fantasie wäre so gut. Ach, die beiden werden sich auch nie ändern. Viel Glück bei dem Angriff. Ich wünschte, ich könnte mitkommen. Ganz das bestimmt nicht. Nee, ich hab sie mal schießen sehen. Na schön. Dann wünschte ich eben, ich könnte besser schießen. Und als nächstes wünschte ich, ich könnte mitkommen. Passen Sie auf sich auf, Shepard. Sie auch, Donnelly. Ich wollte schon sagen, das wünschst du dir nicht wirklich, mein Freund. Die Normandy ist bereit, Commander. Ein Befehl und wir bringen sie zur Erde. Und Commander, es war eine große Ehre, Teil des Teams zu sein. Das empfinde ich ebenso, Gabby. Viel Glück. Und seien Sie vorsichtig, okay? Jawohl, hallo. Ma'am. Commander, die Normandy ist so bereit, wie sie nur sein kann. Für mein Team gilt das auch. Wir sind auf alles vorbereitet, komme, was da wolle. Und Commander, was immer heute auch geschieht. Es war mir eine Ehre und ein Privileg, mit Ihnen zu dienen. Das kann ich Ihnen zurückgeben, Adams. Sagen Sie es Ihnen, Sir. Die Loyalität unserer Mannschaft ist vielleicht das Wichtigste, was wir haben. Das war ja auch die Lehre, die wir aus dem Citadel DLC gezogen haben. Und schreiben Sie eine Story über die Asari, die in Reaper-Kreaturen verwandelt wurden?
Die Adat Yakshi? Nein. Ich glaube, das wäre perfekt für Sie. Die verborgene Seite der schönsten Spezies in der Galaxie? Wir haben viele Asari-Zuschauerinnen. Wenn ich die Story bringe, könnte ich sie verlieren. Das kommt mir ein bisschen geschönt vor. Schon mal gesehen, wie schnell eine E-Demokratie ihre Verbündeten im Stich lassen kann? Nein. Wenn ich meinen Job mache, werden sie das nicht. Tja, in dem Krieg ist es vielleicht auch besser, solche Sachen dann erstmal wegzulassen. Denn wir brauchen die Leute leider alle im Kampf und da muss man sie leider auch wahrscheinlich ein bisschen im Unklaren lassen. Sonst würde die Moral wahrscheinlich, naja, ziemlich in den Keller sinken und viele Freiwillige würden wahrscheinlich nicht mehr mitkämpfen wollen. Sind Sie in Ordnung? Ich komme aus einer Kolonie, Shepard. Bekenstein. Sie war ein direkter Nachbar der Citadel. War? War. Tut mir leid. Bekenstein kennen die wir. Die Reaper sind nicht mal gelandet, um zu ernten, sondern haben direkt aus dem Orbit das Feuer eröffnet. Weil die Reaper Industriegebiete bombardieren und wir Fabriken haben, die Ferngläser herstellen. Fabriken hatten. Wir werden sie besiegen. Ja. Tja, Bekenstein kennen wir. Dort war damals im zweiten Teil unser Auftrag für Kasumi. Dort haben wir, wenn ich mich recht entsinne, oh Gott, wie hieß denn der Kerl? Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls diesen Einbruch bei dem Verbrecher begangen. Sind Sie in Ordnung? Ich komme aus einer Kolonie. Ah, okay. Sie wiederholen das hier. Gut, dann lassen wir sie einfach mal allein vor sich hinquatschen. Das ist in Ordnung. Tut mir leid. Und machen uns auf in die Shuttlebucht. Hier gibt es auch noch zwei, mit denen wir sprechen können. Und ich ändere nochmal meine Panzerung. Die Blood Dragon Panzerung haben wir jetzt mal angelegt. Das ist in Ordnung. Ich wechsle dann aber doch wieder zur Inferno Panzerung. Das ist mir dann wahrscheinlich ein bisschen lieber. So. Ist alles okay, Shepard? Schon. Ich dachte, du hast noch irgendwas zu reden mit mir. Es ist alles in Ordnung. Gut, wenn du meinst. Ich hätte ja gedacht, dass du so kurz vor der finalen Mission doch nochmal mit mir irgendwie reden wirst. Aber gut, wie du meinst. Es diesem Schwein Kai Lengheim zu zahlen, muss ein gutes Gefühl gewesen sein. Das war es, keine Frage. Ich wünschte nur, wir hätten den Unbekannten erwischt, bevor er uns wieder austricksen konnte. Geht mir genauso. Naja, zumindest können wir zurück zur Erde. Ich wollte das immer. Ich kann nur hoffen, diese Reaper werden bezahlen. Für alles, was sie getan haben. Glaub mir, den Unbekannten kriegen wir noch. Der kommt nicht davon. Und er wird es auch gar nicht wollen, wahrscheinlich. Er wird den Konflikt suchen. An einer Schlüsselstelle. Da können wir uns sicher sein. So, jetzt aber mal noch ins private Terminal geschaut. Rache von Diana Ellis. Commander, ich weiß nicht, ob Ihnen klar ist, wie viel Sie den Leuten bedeuten, aber mir schon. Wenn ich lese, was so alles im Postfach von Battlespace ankommt, da würden sogar einem Geff Tränensäcke wachsen. Seitenweise bitten Leute darum, dass sie den Planeten ihrer Mutter retten, oder die Heimatwelt, die sie verlassen haben, oder die Bergbaukolonie, in die sie ihr Vermögen investiert haben. Sie wissen nicht, dass sie das alles gar nicht leisten können. Sie wissen nur, dass Commander Shepard einen Reaper besiegt hat und es wieder tun kann. Ich weiß, wie diese Leute sich fühlen. Als ich von Bekenstein erfuhr, war es, als hätte jemand sämtliche Nerven in meinem Körper durchschnitten. Aber ich muss daran glauben, dass das nicht das Ende ist. Ich muss daran glauben, dass sie die Reaper vernichten werden und ich werde dabei sein und es filmen. Und wenn der Kampf vorüber ist und mein Signal über Tidebeam gesendet wird, dann werden Leute aus der ganzen Galaxie sich versammeln. Sie werden auf ihren Sofas sitzen und zusehen und feiern. Und eines Tages werden sie auch wieder lachen. Lachen ist wichtig. Ich will, dass sie alles wieder normal machen, Shepard. Denn das ist die beste Rache, die ich mir vorstellen kann. Diana. PS, wenn ich das hier überlebe und sie nicht, werde ich für ein Heldenbegräbnis und eine Bekenstein-Totenwache sorgen. Das ist so etwas ähnliches wie eine irische Totenwache. Nur nicht so nüchtern und in sich gekehrt. Gut, und noch am Leben von Grace Sato, die haben wir gerettet in der einen Nebenmission. Commander Shepard, ich wollte nur sagen, dass ich tief in ihrer Schuld stehe. Nicht nur, weil sie mein Leben gerettet, sondern auch, weil sie mir einen neuen Sinn aufgezeigt haben. Nach unserer Tortur bei der Sicherung der Basis auf Ontarom, weiß ich nun, dass ich mehr zu bieten habe als bloßes technisches Fachwissen. Grace Sato, Systemtechnikerin dritter Grad. Viel Dankbarkeit, viel Hoffnung, die in uns gesetzt wird, und es wird Zeit, diese Hoffnung zurückzuzahlen. Mit Taten. Jetzt wird es Zeit,
uns der großen Aufgabe zu stellen. Wir dürfen sogar noch mal selbst durch die Galaxie fliegen. Ist das nicht schön? Ja, und dann ist nicht mehr viel zu tun. Ich will noch mal kurz auf die... Achso, das wollte ich gar nicht. Ich wollte noch mal auf die Karte schauen. Ins Logbuch schauen, meine ich. Priorität Erde. Und die anderen drei Sachen können wir nicht mehr abarbeiten. Es gibt nur noch diese eine Mission. Also auf geht's zur Erde. Treibstoff brauchen wir nicht mehr sammeln. Das ist jetzt völlig unnötig mittlerweile. Wir machen uns auf ins lokale Cluster oder den lokalen Cluster. In unser Sonnensystem. Commander, Prioritätsmeldung für Sie von Admiral Hackett. Er will an Bord kommen. Erlaubnis erteilt. Jawohl, Commander. Commander? Admiral? Sind Sie bereit, die Mächte der Galaxie über den Reapern zu entfesseln? Jawohl, Sir. Dann machen wir die Flotten bereit. Alle Flotten machen Meldung, Sir. Noch nie sind so viele zusammengekommen. Aus allen Ecken der Galaxie. Aber wir hatten auch noch nie einen Feind wie diesen. Die Reaper zeigen keine Gnade. Und wir werden es ihnen gleich tun. Sie terrorisieren unsere Völker. Wir müssen diesem Terror entgegentreten. Sie setzen nach, bis unsere letzte Stadt fällt. Aber wir werden nicht fallen. Wir werden siegen. Jeder von uns wird sich in der kommenden Schlacht beweisen. Nicht nachlassen. Stärke zeigen. Gemeinsam. Hackett, Ende. Shepard, die Schwertflotten sind bereit zum Angriff auf die Reaper rund um die Erde. Sie beschäftigen den Feind und Sie nehmen mit den Hammerbodentruppen London ein. London? Warum nicht direkt gegen die Citadel vorgehen? Das kann Ihnen Anderson sagen. Admiral, wie sieht's bei Ihnen aus? Wir sind bereit, das zu beenden. Aber wie Sie sehen, ist die Station dicht, seit er über London aufgetaucht ist. Die Arme müssen offen sein, um den Tigel anzudocken. Ganz genau. Aber London ist umringt von Hades-Kanonen. Solange sie aktiv sind, können die Hammertransporter nicht landen. Sie führen eine Staffel kleinerer Shuttles an. Infiltration mit einem Bodenteam und dann schwere Waffen gegen die Kanonen. Hammer kann landen und wir richten eine vorgeschobene Operationsbasis ein. Wie sollen wir von London aus zur Citadel kommen? Die Reaper transportieren mit diesem Strahl lebende und tote Menschen zur Citadel. Von der VOB aus startet Hammer einen Frontalangriff auf den Citadel-Strahl. Jedes Team, das es soweit schafft, nimmt den Strahl zur Citadel und versucht, die Steuerung der Citadel-Arme zu finden und zu aktivieren. Sobald wir die Arme sehen, eskortieren Abschirmflotten den Tigel zur Citadel. Entscheidend ist das Timing. Wir haben nicht genug Feuerkraft, um den Tigel lange zu schützen. Nie ist es einfach. Warum sollte das plötzlich anders sein? Ein Wahnsinn. Ich will unsere Chancen gar nicht wissen. Aber... Aber es gibt keinen anderen Plan. Wenn wir warten, bluten uns die Reaper aus. Konventionell können wir sie ohne Tigel nicht besiegen. Öffnen Sie die Arme, Commander. Um jeden Preis. Wir machen den Rest. Jawohl, Sir. Viel Glück für uns alle. Tja, nur diese eine Hoffnung ist da. Und diese eine Hoffnung besteht auf etwas, was wir gar nicht kennen eigentlich. Wir wissen nicht, was der Tigel am Ende auslösen wird, wenn wir da sind. Und vor allen Dingen, werden wir denn überhaupt die Steuerung finden, die die Arme wieder öffnen kann? Die Citadel ist ein Riesending, ne? Muss man auch bedenken. Es ist eine sehr, sehr kleine Hoffnung, die wir da haben.
Aber wie Hackett schon gesagt hat, es ist die einzige, die wir haben. Und das ist eigentlich ein bisschen verzweifelt, muss ich schon zugeben. Aber gut, wenn es um das Überleben der ganzen Galaxis geht, dann müssen zur Not eben auch mal verzweifelte Pläne herhalten. Okay. Ich denke, es gibt nichts mehr zu klären. Brechen wir auf.